Die Frage ist nur, ob sich diese eine dann auch dafür erniedrigen lässt, hier dann zu machen und zu tun, was ich will. Naja, das ist auch wieder so großes Dorf, Stadt, Siedlung, wie auch immer. Es ist wieder... ich habe mich hier nie zurechtgefunden. Hallo, du da. Ende. Das ist der Tempelberg. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Und hier, du bist der Meister? Baltion. Okay, komme ich da irgendwie durch? Soweit ja. Halt! Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Ah, okay. Gut, Entschuldigung, ich gehe ja schon. Das passiert nicht nochmal. Sind das eigentlich Erze, die ihr hier als Lampen benutzt? Alles sehr merkwürdig hier. Aber wo ist dann jetzt hier der... Dieser Kalom. Zu dem Kalom kommen wir erst, wenn wir genug Deppen hier zusammen haben, dass wir sagen können, hey, Mensch, ne? Kann ich da mal vorbei? Kann ich mit dir reden? Kann ich da mal vorbei? Ach so. Ach ja, den müssen wir noch den Fortuna finden. Wo auch immer der ist. Ich habe doch keine Ahnung, wo die hier alle wohnen. Novize, Novize. Ich weiß es wirklich nicht. Das Lester hier ist halt der Ausgang von der Stadt. Wir wollen ja unsere tägliche Ration haben. Also unsere Ration, in Anführungszeichen. Templer. Das Geblubber von den ollen Shishas hier gibt mir auch schon so leid auf den Keks. Ich meine, ich habe nie von einer Shisha geraucht, ne, aber es kommt mir so vor, als wäre ich in so einer Shisha-Bar. Nyras. Hey, ich bin neu hier. Hi, ich bin neu hier. Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Nun, die Gurus sind die wichtigsten Leute hier. Sie verbreiten die Lehre des Schläfers und teilen den Novizen die Visionen unseres Meisters mit. Er selbst ist natürlich viel zu erschöpft, um immer zu allen zu reden. Aber an manchen Tagen spricht er auf dem Tempelplatz zu uns und offenbart uns die heiligen Worte des Schläfers. Okay, und was sagt er so? Und was sagt er so? Der Schläfer weist uns unseren Weg, aber davon versteht ein Ungläubiger wie du nichts. Entschuldigung. Wo ist der, den ich suche? Das ist wieder so ein Baal. Gorim. Den kann ich nicht ansprechen. Das sind nur Novizen sonst. Hier könnte ich mich jetzt wahrscheinlich an die Wasserpfeife dran setzen. Voll cooler Stoff, Mann. Okay. Gut, nichtsdestotrotz, ich habe keine Ahnung, wo hier irgendwer ist. Ich meine, wir haben natürlich noch eine obere Ebene mit zwei Leitern, die hier hochgehen. Natürlich, weil zwei Leitern sind besser als eine. Macht Sinn. Das ist einfach die Lehre des Schläfers, die das halt ermöglicht. Ja, das verstehen natürlich nur die wenigsten etwas von. So, und du bist Gornatoth. Kampflehrer. Kannst du mich trainieren? Kannst du mich trainieren? Geh mir aus den Augen, Unwürdiger. Ich trainiere nur die Templer des Schläfers. Ah ja. So, und wer bist du? Kor Angard. Kannst du mich trainieren? Kannst du mich trainieren? Du
willst ein starker Kämpfer werden und bist auf der Suche nach jemandem, der dich unterweist. Exakt. Aber ich bin nicht derjenige, den du suchst. Ich opfere meine Zeit nur denen, die dem heiligen Kreis der Templer angehören. Okay. Wie werde ich in den Kreis der Templer aufgenommen? Du musst deine Zeit lang als Novize gedient haben, um deinen Glauben an den Schläfer unter Beweis zu stellen. Dann muss ich mir da auch so eine Glatze schneiden? Zu mir zurück und ich werde dich unterweisen. Nein, ich weiß ja nicht. So, jetzt aber hier weiter und mal gucken. Wir wollen ja eigentlich nur ein Rezept hier abholen. Die Frage ist, von wo? Wo wohnt der? Der Kalom? Ich hab doch nicht die geringste Ahnung. Da muss man sich hier erstmal umgucken und mal gucken, was ist denn hier und dort und überall. Koa Anga hat mit dir geredet? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich soll wiederkommen, wenn ich Templer bin. Er hat gesagt, ich soll wiederkommen, wenn ich Templer bin. Er scheint sehr viel von dir zu halten. Er redet so gut wie nie mit jemandem. Es ist eine große Ehre für dich, dass er dich überhaupt bemerkt. Mit mir hat er das letzte Mal vor 2 Monaten geredet. Oha. Tja, ich bin halt besonders, ja. Bin besonders scheiße. Das spürt man halt, ne? Die pure Skillfreiheit. Das ist, ne? Das bemerkt man halt. Kampfkraft unter Null. Das spürt man. Templer. Unwichtige Templer. So, was mit euch hier? Novize. Wo ist dieser Fortuna? Das scheinen hier alles halt einfach nur so 0815 Behausungen zu sein. Die alle irgendwie zusammengehämmert wurden mit ein bisschen Holz. Da haben sich alle die Köpfe kahl rasiert. Warum eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Das um den Kopf freizukriegen von Läusen und ich weiß nicht was. Kopflausen. Ein sehr kurioses Dorf. Möchte ich doch wohl immer anmerken. Und dann wohnt hier immer keiner. Na gut. Hier sind wir wieder hier. Hier können wir vielleicht nochmal hochgehen. Ist vielleicht nicht so verkehrt. Dann sind wir wieder hier. Oh. Das Dorf ist wow. Ich wüsste nicht, wo ich jetzt nach diesen Kalom suchen sollte. Nicht nur, dass er halt nicht mit mir reden würde. Aha. Verdammt. Wo habe ich denn bitte schon gespeichert? Ach, nee, ne? Nee, ne? Okay, gut. Dann weiß ich zumindest, mit wem oder was ich jetzt hier reden will. Glaube ich. Mache ich das eben im Schnellverfahren mal wieder. Na, einmal hier mit dir. Damit du mir die Quest gibst, ja, von wegen Tagesration und sowas. Ne? Das kennen wir alle schon. Hier, Gedöns. Und ja. Dann hast du bestimmt schon deine tägliche Ration bekommen. Wenn du sie mir... Ich denke drüber nach. So. Das heißt, die Quest hätten wir jetzt soweit, glaube ich. Hier ist niemand, nichts und niemand. Ich weiß halt immer noch nicht, wo dieser Fortuna sein soll. Ich habe echt nicht die geringste Ahnung.
Das erzähle ich ja erst seit 10 Minuten oder sowas. Also ist ja nichts Neues. Einen anderen Typen finde ich jetzt nicht, der mir jetzt gesagt hätte, hey, bring uns weitere Anhänger. Den würde ich jetzt aber gerne, definitiv noch gerne finden. Einfach mal, weil... Vielleicht werden wir dann die Labertasche los. Weißt du? Das ist so ein bisschen so meine Hoffnung. Novize, 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 Novize. Ja, ja. Alles nicht so einfach, wenn man keine Orientierung hat. Also dieses Dorf ist echt so unübersichtlich. Wie viele andere auch. Ein normaler Templer. Nur am Kiffen. Kiffen können sie. Echte Massen. Oder war das hier, wenn man jetzt so tief ist, dann versickert man oder sowas? Gornaran. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich passe auf, dass kein Sumpfhai zu nah ans Lager gerät. Ja, siehst du, Sumpfhai, Erwans. Einen weiten Bogen um die Viecher machen. Du hast keine Chance gegen sie. Jetzt stör mich nicht weiter. Ich muss die Augen aufhalten. Entschuldigung. Genau, Sumpfhai bedrohen hier halt die Sümpfe und sowas. Ah, oh, ja, ja. Ja, ja. Dann haben wir auch wieder so einen Freak. Du siehst nicht aus wie einer, der sein Leben bereits unter die Knecht. Du siehst aus wie ich. Fühlst, weißt, macht wie dann. Macht wie dann, ja. Hey, du hast mich angesprochen. Nur vorzuhalten so. Und jetzt haben wir dann auch die Quest. So, jetzt müssen wir aber dennoch irgendwie wieder rauskommen. Schade, dass mir hier niemand hier irgendwie mal eine Rüstung so für umsonst hinterlässt. Ich meine, jetzt hier im neuen Lager brauche ich gar nicht versuchen, irgendwie meinen zu gehen und mal zu sagen, hey, ne, wie sieht's aus, ne? Rüstung für mich, hä? Also das wird sowas von überhaupt nichts. Weil im neuen Lager sind alles erzgierige Geier. Und alles Diebe. Wir wollen einen nur über den Tisch ziehen. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wo dieser Fortuna ist, der hier das Sumpfkraut verteilt. Ich habe Sumpfkraut. Drei schwarze Weißer waren ausgemacht und nichts an. Ja, okay. Versuch war es dennoch wert. So ein bisschen. Ich weiß halt nicht, wo hier der Rationsverteiler ist. Hier haben wir wieder die Tempelanlage. Ja, ja. War schon ja, ja gesagt? Ja, ja. Gut. Dann gehen wir erstmal wieder ins alte Lager. Sprechen dann mal mit Matt. Oder Mutt oder wie auch immer. Und dann mal gucken. Das wird schon. Irgendwie. Glaube ich. Hoffe ich. Bilde ich mir ein. Ach, ich weiß ja auch nicht. Na, vielleicht hier nochmal so ein bisschen links und rechts gucken, ob hier und dort und überall nochmal was rumliegt zum Mitnehmen. Man ist alles Zeug, das man theoretisch verkaufen könnte oder halt behalten könnte zum Essen und naja, so das Übliche. Dafür speichern wir aber definitiv jetzt nochmal ab. Und ja, mal gucken. Ja, theoretisch müsste ich halt, um halt an viel Erz zu kommen, erstmal hier und dort und überall alles töten. Halt deren Sachen mitnehmen, verkaufen, Leute finden, denen ich es verkaufen kann, sinnvoll. Was ja auch wieder so eine Sache ist. Ne, weil deswegen lasse ich ja die hier alle größtenteils leben. Nicht nur halt, weil irgendwann ist es gefährlich, von wegen,
mangelnder Lebensgedöns und sowas, ne? Aber